Freunde, das nächste Video. Ja, und ihr seht, hier liegt sehr vieles. Und zwar ist das wirklich alles von einem Abonnenten, was mir zugeschickt worden ist. Und da kann ich einfach nur noch vielen, vielen, vielen Dank sagen. Also man kriegt ja manchmal was zugeschickt, das ist dann irgendwie aus von 10 Jahren irgendwie oder noch älter. Ja, klar freut man sich auch über solche Teile, da kann man dann irgendwie was von brauchen, wenn jemand was kaputt hat oder so. Oder wenn mal irgendwo, ne, was zu aufzupimpen ist, vielleicht kann man dann. Aber was hier gekommen ist, das finde ich eigentlich schon absoluter Wahnsinn. Ja, ich fange mal einfach an mit der Grafikkarte zum Beispiel. Das ist eine Radeon RX 570 und zwar die Gaming X 4G von MSI. Ja, schade ist nur, sie läuft, aber man kann nichts machen. Also das heißt, das BIOS scheint nicht zu wahrscheinlich beim Flashen irgendwas falsch gelaufen. Auf jeden Fall ist eine Beta-Version drauf und das passt überhaupt nicht. Und ich kriege die aber auch nicht neu geflasht. Die hält keine Treiber. Ja, ich habe da schon alles probiert mit der Karte. Und ja, schade. Ich habe es auch nicht hinbekommen. Ich hatte sie komplett gereinigt. Also ihr seht auch hier unten die Flügel. Musste ich aber nicht viel. Also ich muss dazu sagen, das war alles schon super sauber hier. Also wirklich, die Karte sah wirklich aus wie neu. Ich habe das Ganze hier mit Flüssigmetall, ja, versehen und ja, wie gesagt, kriegst aber leider auch nicht geflecht, krieg kein anderes BIOS drauf. Das ist so ein bisschen schade, aber ich habe eine Idee und zwar in Frankfurt, die Jungs von MSI, die sind mir eigentlich ganz gut gesonnen und ich schicke sie da mal hin, vielleicht können die mir weiterhelfen, vielleicht können die mir die Karte wieder so hinmachen, dass ich damit auch ein paar Tests machen kann, weil es eine sehr schöne Karte und wäre zu schade. Ja, also laufen, Bild, alles habe ich, aber wie gesagt, Treiber funktioniert nicht und ich habe wirklich alles probiert. Es geht nicht, dass man die flashen kann. Leider, schade eigentlich. Aber ist ein tolles Geschenk, ja, auf jeden Fall. Hätte ja auch ich hinkriegen können oder vielleicht kriege ich sie ja noch hingemacht. Dann als nächstes, da war dann zum Beispiel hier ein AM4 Boxkühler dabei. Auch immer sehr schön, kann ich immer brauchen, gerade für so Tests und so weiter. Ja, schöne Sache, bin ich auch froh drüber. Ja, kann man immer brauchen. Dankeschön, wirklich ganz, ganz toll. Dann waren dabei ein paar Lüfter, ein paar schöne Gehäuselüfter. Ja, hier zum Beispiel von Fractal. Ja, ganz tolle Lüfter, kann man auch immer brauchen. Ich glaube, das sind sogar LED-Lüfter, wenn mich nicht alles täuscht. Ich stecke mal kurz ein. Mal sehen, so mal gucken, ob das wirklich LED-Lüfter sind. Ja, sind LED-Lüfter in weiß, sind sehr leise. Ich kenne die Lüfter, die sind vom Fractal Define S, glaube ich. Die Lüfter, wenn ich das jetzt richtig sage, bin aber auch legt mich da nicht fest. Ja, also 2 Stück an der Zahl kann man auch immer brauchen. Ja, Gehäuselüfter hat man auch nie genug. Ne? Absolut toll, sehen neuwertig aus, sind bestimmt noch nie gelaufen irgendwie. Stelle ich auch mal darüber. Dann hier nochmal 2 Corsair-Lüfter, auch Gehäuselüfter, auch 3-Pin. Ja, wie gesagt, auch hier 2-mal noch die gleichen und kann man auch immer brauchen. Gerade 120er kann man immer gut brauchen. Dann gehen wir weiter hier zum Beispiel Masterfan von Cooler Master, Masterfan Pro 120 RGB Lüfter. Ja, auch hier Verpackung dabei, also schon toll, dass überhaupt Verpackung noch dabei ist. Da haben wir hier dann die sogenannte Fernbedienung oder naja, dieses ganze zentrale Teil, was man braucht. Dann sind die ganzen Kabel dabei, die wir brauchen. Und hier sind die 3 Lüfter. Ja, dann ist der Karton leer. So, ich habe die selber auch schon mal vorgestellt. Das wissen viele, schaut mal unter meinen Videos. Ja, da habe ich diese Lüfter vorgestellt. Ja, und auch die sind wirklich sehr gut. Man muss wohl gucken, dass sie gut entkoppelt sind, denn ansonsten hat man so ein bisschen Klackergeräusche. Ich guck mal, das sind 4-Pin-Lüfter. Ja. Ich stecke mal einen ein. Auch da gucken wir mal kurz rein.
Ne, man hört es jetzt schon. Vielleicht. Das sind natürlich jetzt 12 Volt, was hier drauf liegt. Ja. Und dann hört man, da ist so ein kleines bisschen. Vielleicht hört ihr das. Wenn die natürlich im Gehäuse eingebaut sind, dann hört man das so ein bisschen. Darum, die müssen wirklich absolut toll entkoppelt sein. Dann geht's eigentlich. Dann kann man sie auch nicht mit 12 Volt laufen lassen. Ja, ich habe die ja vorgestellt damals und habe das auch im Nachtrag, glaube ich, nochmal reingeschrieben, dass da also wirklich so ein bisschen Geräusche sind. Wenn man die mal anschließt, vielleicht kann ich sie auch mal anschließen über das Gerät jetzt. Ich gucke mal gerade, was ich hier an Anschlusskabel habe. So, ich glaube, da kommt der hier und dann der hier. So, Pfeil auf Pfeil. Ja, so. Dann kam das, glaube ich, hier rein. Hier hat man mehrere Anschlüsse. Also Lüfter 1, 2, 3, 4. Genau so war es. Und dann immer gucken, dass die auch richtig drin stecken. So, und dann braucht das Ganze hier noch einen SATA-Anschluss. Gucken wir mal. So. Und schon leuchtet der Lüfter, da leuchtet das Teil hier. Ja. Und dann hat man hier sehr schöne RGB-Lüfter. Ja, wenn das Licht jetzt dunkel wäre, dann ging das besser. Da war aber auch, glaube ich, noch irgendwie ein USB-Kabel dabei. Genau. Und dann konnte man das Ganze dann auch noch über die Software steuern. Das war das Schöne. Ja. Also man konnte das, glaube ich, auch von dem Gerät, oder wie war das? Oder ging das nur mit der Software? Ich glaube, das ging nur mit der Software. Genau, so war es. Ja. Ne? Aber schöne Lüfter. Ja, wie gesagt, wenn man sie wirklich richtig schön entkoppelt, wenn ich ihn so hochhalte, geht's. Ihr hört das? Ja. Darum gucken, hier sind Gummis dran. Ja, das sind ja so Gummis. Aber ihr müsst gucken, dass die Schraube nicht mit dem Gehäuse noch in Verbindung kommt. Dann kann man damit auch schon einiges machen mit den Lüftern. Also auch sehr schöne Lüfter. Also toll. Das finde ich absolut gigantisch. Toll. Habe ich mich richtig drüber gefreut, über die Sachen. Ja. Also auch 3 Stück an der Zahl. Da könnte man vielleicht sogar mal auf den Radiator probieren. Mal gucken, wie sie sich da machen. Ne, könnte man auch vielleicht mal machen. So einen kleinen Test dann. Ne, vielleicht mache ich das mal. So, packen wir alles so ein bisschen wieder ein. Ja, damit wir wieder Platz auf dem Tisch haben. Ja, ich hatte ja im letzten Video mal gesagt, klar, ich bin keiner, der danach fragt oder bettelt für Spenden oder sonst irgendwie was. Ja, aber der Detlef, Entschuldigung, ich war jetzt ganze Zeit verkehrt. Es war nicht der Norbert, es war der Detlef, der mir das zugeschickt hat. Ja, genau, so war sein Name. Detlef, ja, also, sorry nochmal, also Detlef. Ich war jetzt gerade wieder ein bisschen Kopfkino, nicht ganz frei. Dann kommen wir zum nächsten Produkt. Hier ist dann das A320 MSI Gaming Pro drin. Ja, das habe ich auch, glaube ich, noch nicht vorgestellt gehabt. Das habe ich selber auch noch nicht gehabt. Ich hatte ja dieses A320 VD, VGH oder wie das Ganze hieß. Ja, also, da haben wir hier unten auch hier die Blende mit drin. Wir haben das Handbuch mit drin. Sogar das Handbuch ist kleiner geworden. Ja, ist also auch ein bisschen geschrumpft. Finde ich aber eigentlich ganz schön. Ja, da sind hier noch ein paar Aufkleber mit drin. Ja, und ein bisschen Papierkram. SATA-Kabel hat er wahrscheinlich selber gebaut, aber wichtig ist, dass die Blende drin ist und die Treiber-CD ist auch dabei. Ja, ne? Also die haben wir dann hier, da ist die Treiber-CD noch drin und hier haben wir das Board. Das können wir uns hier mal kurz angucken, weil es wirklich auch ein sehr schönes Board ist. Ich hätte ja die CPU dafür, ich habe ja den Athlon 200G. Ja, der wäre also eigentlich auch ganz gut. Könnte man auch einen größeren draufsetzen. Ja, also ihr seht hier zum Beispiel, schöner Kühler noch drauf. Sehr groß. Dafür, dass es der A320-Siebsatz ist. Wir haben hier einen 8-Pin CPU-Anschluss. Wir haben hier oben einen Lüfteranschluss. Wir haben hier den normalen Sockel.
Platte, Batterie, 24-polig, zwei DIMMs. Das heißt, wir können also hier, wenn wir jetzt 16 GB einbauen, zweimal SATA, viermal SATA, 6 Gigabits. Dann haben wir hier den Chipsatzkühler. Sieht auch sehr schön aus, wenn man so mit Rot. Hier haben wir einen verstärkten PCI-Slot. Und wir haben hier noch zweimal 1.0 und USB 3.0 haben wir sogar, was auch nicht immer gang und gäbe ist. Ja, USB 2.0 haben wir, die Frontanschlüsse haben wir, Audio haben wir, hier haben wir nochmal einen Lüfteranschluss, also Lüfter, und hier auch nochmal haben wir so drei Lüfteranschlüsse, ist für ein MATX-Board ganz gut. Und wir haben hier auf der Rückseite Anschlüsse, zweimal USB 2.0, VGA, DiFi, HDMI, zweimal 3.1, 4x3.1 LAN und Audio-Chip. Ja, obwohl der Audio-Chip jetzt nicht der allerbeste ist, aber er geht. Ja, also sehr schönes Board. Ja, wir haben hier sogar noch eine LED-Streifen, der ist auch noch beleuchtet. Ja, also für kleines Geld kann man sowas auch kaufen. Das heißt aber, ich habe es geschenkt bekommen. Machen wir auch mal ein paar Tests vielleicht mit. Werde ich vielleicht auch die CPU mal drauf machen. Gucken uns das BIOS mal an. Weil, wie gesagt, ihr habt ja mittlerweile gemerkt, MSI bin ich ja doch ganz, finde ich gut vom BIOS her. Ja, komme ich mit dem BIOS ein bisschen besser zurecht. Ja, obwohl hier bei solchen Platinen nicht viel jetzt an Übertaktung machbar ist. Ja, also man könnte ein klein bisschen, aber jetzt nicht die große Welt. Ja, stellen wir hier oben mal hin. Ja, also wirklich ein tolles Board. Dann habe ich gedacht, boah, eine Asus. Ja, aber leider hat der Detlef sie selber wahrscheinlich benutzt, denn hier ist nur drin eine, was heißt nur, hier ist drin eine Cooler Master. Ja, eine 120er. Ja, das heißt also mit Lüfter, 4-Pin-Lüfter und 12 Volt Anschluss, kein 5 Volt, sondern 12 Volt Anschluss. Dann haben wir hier Adapter an der Pumpe. Den scheint er aber sich selber dran gemacht zu haben. Genau, hat er sich hier mit Schrumpfschlauch gemacht. Denn ich glaube, hier war ein ganz normaler 3-Pin dran. Genau, für ans Board direkt an einem Lüfteranschluss. Ja. Und hier ist die Anlage selbst. Hier ist noch ein Zettelchen dabei von der Cooler Master. Ja, ist also eine 120er. Ne? Hier haben wir die Pumpe. Dann würde hier noch eine Klammer fehlen für AM4. Die haben wir hier unten. Wahrscheinlich abgegangen. So, also der Halter, der dran ist, ist für AM4. Halt andersrum. So. So und dann so rum. So. So, dann kann man die festmachen. Und mal gucken. Hier sind noch die Lüfterschrauben dabei. Und dann ist auch leer. Also Intel-Halter ist nicht dabei. Ist also für AM4 eine 120er Cooler Master. Ja. Ist auch noch versiegelt. Ja. Bodenplatte sieht auch noch sehr sauber aus. Sehr schön, muss ich sagen. Also, ja, für einen kleinen Reisen ist das immer ganz gut. Ja, was er hier gemacht hat mit dem Molex, ist auch nicht verkehrt, weil meisten Netzteile haben ja Molex. Dann kriegt die Pumpe auch direkt 12 Volt. Ja. Hier die Beleuchtung ist dann wieder, ist nur in der Mitte, das kriegt auch mit 12 Volt. Ne, wir können die Pumpe mal anschließen. Können wir ruhig laufen lassen. Mal gucken, Molex. Haben wir noch Molex frei oder war das eigentlich hier der einzigste Molex? Ich glaube, an dem Netzteil habe ich nur einen Molex. Jo. Dann machen wir das kurz hier ab. Dann machen wir das hier dran. Ja, bei dem Molex ist manchmal so ein bisschen Wackeln dabei, bis die richtig drin sind. Und da läuft sie schon. Zack. Ja. Läuft auf 12 Volt, kaum hörbar, ganz minimal. Ich kann mal näher rangehen.
Scheint ein bisschen Luft drin zu sein jetzt gerade. Ja, wenn ihr auch so ein bisschen Luft habt, ist es immer ganz gut, wenn man den Radiator nach oben. Luft steckt immer nach oben. Ja, dann ist die Pumpe keineswegs mit Luft. Seht ihr, jetzt ist die wieder schön leise. Ja, und wenn die Luft dann einmal hier oben ist, dann kann man auch so sie aufhängen und dann ist auch okay. Ist eine sehr schöne Wasserkühlung. 120er, war immer schon leise, Cooler Master, muss ich dazu sagen, ist mit einer der leisesten, die ich bisher hatte. Ja, und auch die 120er hier tut ihren Dienst, auf jeden Fall. Ja, noch ein bisschen Staub drin, aber ansonsten sehr schöne Anlage. Vielleicht bauen wir die noch mal irgendwo auf, müssen wir mal gucken, dass wir da noch mal vielleicht... Können wir dann auch mal so einen Test machen nochmal. Ich habe nämlich vor, auch ein bisschen umzubauen, dass wir da doch ein bisschen mehr Möglichkeiten kriegen, auch mal Tests zu machen und so weiter. Da möchte ich nämlich gerne ein bisschen umbauen. Und denn mein Kellerraum ist frei geworden, ja, weil die Anlage, die hier drauf ist, also diese Asus, ja, die würde ich auch mal gerne zeigen, ne? Aber haben natürlich auch ihren Preis. Ja, und dann kommt das letzte Teil, was der Detlef mir geschickt hat. Das ist die Enemax Liquid Fusion und die ist auch wirklich hier drin. Ja, also nicht, dass jetzt der einige denken, dass sie auch nicht drin. Doch, das ist wirklich hier drin. Ja, also da war ich schon wirklich begeistert. Ja, was jetzt hier passiert ist, weiß ich nicht. Warum da kommt da was rein, kommt da was raus? Können wir gleich mal gucken. Das ist hier ein SATA-Kabel. Hier kommen die drei Lüfter dran. So. Das sind nämlich zwei Lüfter. Wieso sind da drei Anschlüsse? Ja, müssen wir gleich mal gucken. Also, so. Wahrscheinlich noch die Pumpe. Die Lüfter kenne ich auch nicht. Das erste Mal in der Hand. Sehr schön von Enemax. Sind auch hier oben gummiert. Machen mir einen sehr stabil, massiven Eindruck. Ja. Haben eine RPM von 2500 bis 2000 Umdrehungen. Das ist schon allerhand. Braucht aber auch für eine Wasserkühlung. Sollte schon sein. Wir haben 4 Pin. Ja, und hier haben wir dann praktisch die Anschlüsse für die RGB. Da gucken wir mal. Die kommen nämlich dann wahrscheinlich hier. Genau. Ah, ja. So. Das ist für die RGB-Sache. Dann haben wir hier auch einmal SATA. Ah, und da fangen sie schon an zu leuchten. Jetzt müssen wir hier mal schnell wieder meinen Adapter draufstecken. Gucken, ob sie jetzt alle drin sind. Ja. 12 Volt, 2000 Umdrehungen. Da wird was durchgeblasen. Aber die LEDs sind natürlich toll. Ja. Also das mit den LEDs gefällt mir gut. Ach, hier ist ein Lämpchen. Siehst du, das leuchtet grün. Aha, das kann man jetzt hier so stoppen. Oder so laufen lassen. Oh, sehr schön. Wofür ist der? Rot? Grün? Ändert sich jetzt nichts von der Geschwindigkeit her. Nee. Ja. Also ein sehr schöner Lüfter. Gefällt mir sehr gut. Ja. Wow. Toll. Ja, so komme ich auch mal zu anderen Firmen wie Enemax. Toll. Ganz, ganz toll. Die LED finde ich toll, also hier auch dann direkt so eine kleine Fernbedienung dabei. Muss man natürlich immer gucken, dass man da dran kommt. Ja, das heißt, die müsste man dann immer irgendwie außen am Gehäuse dran kriegen.
Ja, ich habe das ja mal gemacht. Ich habe ja mal ein Gehäuse dann ein bisschen aufgemacht, also ein Loch reingebohrt hinten, habe das Ganze rausgelegt und hier hinten dran gemacht. Da konnte man hinten am Gehäuse dann auch seine Lüfter so ein bisschen steuern, ne? Denn es scheint hier nicht irgendwie jetzt noch, dass hier ein USB-Kabel dabei ist. Nö. Hier haben wir die Backplate und die Oberplatte. Gehört die aber zu der Anlage oder? Denn hier haben wir jetzt auch noch mal was. Hier ist nämlich auch noch mal eine Backplate. Weil das sieht nur aus, als wenn es von einem anderen Teil ist. Und das hier sieht aus, als wenn es von dieser Enermax ist. So, gucken wir mal. Wir holen die Anlage mal raus. So. Also. Das hier. Was dürfte das für ein Kabel sein? Ist auf jeden Fall ein 3-Pin. Ein 3-Pin, wofür? Also das dürfte für die LED sein. Ach, für die Pumpe. Dürfte das für die Pumpe sein? Und der hier ist für die LED. So, dann gucken wir mal. Moment. Haben wir doch gleich. So, also. Das ist für die LED, für den Lüfter. Und dann hätte man hier den dritten Anschluss. Genau, die LED für die Pumpeneinheit. Oh, die macht natürlich richtig was her. Das machen wir mal ab hier. Das ist so ein Klettverschluss. Vor allen Dingen sind es zwei. So, legen wir mal hier bei der Tüte dabei. Ah, das sieht ja toll aus. Ja. Und dann dürfte der 3-Pin hier für die Pumpe sein. Und das dürfte ja auch 12 Volt sein. Und dann fängt auch dieser Flügel an zu laufen. Ja, das scheint die Pumpe zu sein hier, das Kleine. Ich glaube nicht, dass die hier drin sitzt. Ne, hier ist nur so eine Art AGB. Hier ist zwar eine dicke Schraube, wo man wahrscheinlich Wasser nachfüllen könnte. Kleine Luftblase ist drin, aber das ist gar nicht verkehrt. Am Radiator haben wir auch eine Schraube. Der Flügel dreht aber sehr langsam. Also mal gucken, wenn das oben wäre. Moment, das Enermax muss man lesen können. Meistens würde sie ja so eingebaut. Jetzt habe ich sie schon ausgezogen. Jetzt stecken wir sie nochmal ein. So. So würde das sein. Also von der Optik her, das ist schon eine tolle Sache. Ja. Also das, ja. Sehr schön. Mensch, Detlef, das ist ja echt der Hammer, hör mal, sag mal. Das ist ja die Platte hier, die Backplate, ist vernickelt. Auch sehr schön. Ja. Super, super schöne Anlage. Läuft auch sehr leise, muss ich sagen. 240er Radiator. Wie gesagt, mit der LED, die Pumpeneinheit hier, so eine Art AGB, toll. Einfach nur toll. Sehr schön. Hier haben wir nämlich auch noch mal, wie gesagt, hier war auch noch so ein Aufkleber. Lassen wir auch mal drauf. Ich schätze mal, dass auch noch mal so Entlüftungsschraube für den Radiator oder so. Ja. Ja, bisschen Staub hängt drin, klar. Darum, wenn man so eine Anlage hat, immer schön, wenn man
wenn man ein Gehäuse hat, wo wirklich nicht viel Staub reinkommt. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe ja oben mein Gehäuse oben von Cooler Master, habe ich ja nochmal einen Staubfilter davor gemacht. Ich habe ja schon mal so Videos rausgebracht, wie man Staubfilter selber macht. Ja. Und schaut euch das ruhig mal an. Und dann könnt ihr euch auch mal, ich habe das einfach auf die Seite nochmal drauf geklebt, wo praktisch der eine Staubfilter schon saß. Ja. Und mit der Halterung würde ich sagen, das sieht mir aus wie von Corsair. Die hier. Weil, wenn ich das so sehe, ich kenne diese Backplate. Das dürfte von einer Corsair-Anlage gewesen sein. Das müsste Cooler Master sein. Das ist auch Corsair, das ist hier das Gegenstück, das ist, das dürfte Intel sein. Ja, und dann haben wir hier, genau, das ist für Corsair. Das dürfte auch, und dann ist glaube ich die große Backplate hier, die wird nämlich dann da drauf geschraubt, genau, hier sind die zwei Löcher von der Enermax. Dann ist dieses Teil von der Enermax. Da liegt eine Schraube drin, eine aber nur. Brauche man aber nicht, glaube ich. 1, 2, 3, 4 Schrauben sind drin. Und hier 1, 2, 3. Doch, hier fehlt sie da. Ja, also. Alles dabei. Sehr schön. Tolle Anlage. Tolle Sachen. Also, wenn man natürlich sowas zugeschickt bekommt, dann ja, freut man sich wirklich. Also, da kann man natürlich einiges mitmachen. Da können wir richtig schön tolle Tests machen. Das können wir richtig schön verbauen. Ja, und das ist ja auch, glaube ich, hier diese Enermax ist, glaube ich, auch jetzt nicht, ist auch schon, glaube ich, etwas neuere Version. Toll, einfach nur toll. Und das sind einfach tolle Produkte. Da, wie gesagt, also bin ganz sprachlos. Ja. Ganz tolle Sachen. Hab mich schon ein paar Mal bedankt bei Detlef und hier nochmal auf dem Wege. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, das hilft meinem Kanal auch, sowas. Ja, da können wir natürlich ganz tolle Videos mitmachen. Ja, ich bin jetzt echt hin und her gerissen. Ich werde mir ein schönes Gehäuse dafür einfallen lassen, um natürlich auch diese ganzen LED-Sachen dann nochmal zu präsentieren. Ich werde euch auf den Laufenden halten, was mit der Grafikkarte gegeben hat. Also wirklich, ich habe die ja wirklich schön. Ist eigentlich ein schade, weil es ein schönes Stück, muss ich sagen. Ja, vielleicht, dass die Frankfurter mir da ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht haben die eine Möglichkeit, das hinzukriegen. Ja, und ansonsten, ja, kann man mal sehen, dass es wirklich noch Menschen gibt, die ja, einem was Gutes tun, und freue ich mich drüber. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, und wenn ihr auch was loswerden wollt, wie gesagt, kommt auf Facebook oder schreibt mich an oder weiß ich, gar kein Thema. Ja, es müssen nicht so hochwertige, tolle Sachen sein. Es kann auch wenig. Ich habe jetzt das letzte zum Beispiel auch bekommen, RAM geschenkt bekommen. Das waren sogar 64 GB waren das, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, 8 Riegel, 8 GB. 8 mal 8 ist 64. Ja, das waren 64 GB, 3200er, ja, also sowas ist natürlich auch ganz, ganz toll. Da muss ich natürlich dem Burkhard auch mal vielen Dank sagen, ja. Es waren RAM, die waren, die hatte er von einem Bekannten, der hat damit irgendwie einen Test gemacht, die hatte Lack, der Lack war nicht so sauber, ich kann nur mal kurz zeigen. Ja, das waren hier die Corsair Vegans, die kennen viele ja, diese RAM, ja, und die hat er wohl hier irgendwie so, ja, abgebeizt oder so, ja, und da hat die den eben, und dann hat er mich gefragt, ob ich die brauche. Natürlich, mir ist das egal, ob da jetzt hier ein bisschen was abgebeizt ist, also erstens kommt drauf an, sieht man nicht viel davon. Ja, man sieht nur die Oberseite, und da sind sie noch schön schwarz, muss ich sagen, ja, und notfalls wäre es auch
gar kein Ding. Hier ein kleines bisschen alles abkleben und einfach hauchdünn wieder einen schönen schwarzen Lack drauf zu machen und dann wären die auch wieder wie neu. Ja, aber 8 Riegel, 8 GB, das ist auch schon ganz 3200er, ganz toll. So, also auch da danke Burkhard. Ja, das sind einfach Menschen, mit denen ich ja auch viel schreibe. Ich bin ja auch immer an der Strippe, ja, wie der Georg zum Beispiel, der mir jetzt die Grafikkarte zur Verfügung gestellt hat, eine RTX, ja, 2080 Ti von Zotac, ja. Und da könnt ihr euch vielleicht auch so ein bisschen drauf vorbereiten. Darum lasst ein Abo da, ja. Nächstes Video nicht verpassen. Denn der Georg verkauft diese Grafikkarte, die ich dann vorstelle, weil er hat sich mittlerweile eine neue gekauft, ja. Und lasst euch überraschen, ja. Also wer da Interesse hat, ich werde gar keinen Preis dazu sagen. Ihr könnt mir dann Angebote machen und dann gucke ich mal, wenn ihr da in dem Preissektor seid, wo der Georg da gesagt hat, dafür gibt es er her, dann könnt ihr zuschlagen, ja. Ne? Also, darum Abo dalassen, lasst einen Daumen da, würde ich mich auch drüber freuen. Ja, wie gesagt, und sowas ist natürlich wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Da kann ich wirklich nur sagen, vielen Dank. Ja, und ansonsten bleibt gesund, meine Freunde. Gesundheit ist das Allerwichtigste. Ja, das können wir alle brauchen. Und was sage ich immer ganz zum Schluss? Genau, macht's gut und tschüss zusammen.